Es war am 21. Mai 1975, als ich dem Erbauer des Saturn V, Professor Dr. Werner von Braun, in meiner Heimatstadt Stuttgart begegnete. Von Stuttgart-Hohfeld, wo ich aufgewachsen bin, hatte ich mich auf den Weg zum Killesberg gemacht und bin dann mit der legendären Straßenbahnlinie 10, die man hier auf dem Bild auch sehen kann, dort angekommen. Zu sehen auf diesem Bild ist auch die Treppe, an der ich Werner von Braun dann ansprach und ihn um ein Autogramm bat. Nachdem er mir diesen Wunsch erfüllt hatte, legte Werner von Braun seinen Arm um mich und wir schritten gemeinsam die Treppe hoch. Dabei bat ich ihn auch noch, in ein Raumfahrtbuch zu schreiben. Doch zunächst lehnte er ab, aber er versprach mir, das nach seinem Vortrag nachzuholen. Ich folgte natürlich Werner von Braun in den Vortragssaal und erlebte dort sein Referat über die neuesten Entwicklungen in der Raumfahrt. Nach Vortragsende blieb ich Werner von Braun natürlich auf den Fersen und er hatte mich auch nicht vergessen. Plötzlich ging er mit mir in einen Nebenraum. Dort signierte Werner von Braun mein Buch, fragte nach meinem Alter und erzählte mir von seinem Sohn Peter. Und dann war er auch schon wieder weg. Als ich den Raum verließ, wurde ich von der Journalistin Birgit Menzel-Buchner von der Tageszeitung Stuttgarter Nachrichten angesprochen. Sie interviewte mich und am nächsten Tag konnte ich über meine Begegnung mit Professor Dr. Werner von Braun in der Zeitung lesen. Das war natürlich eine großartige Sache.